Hallo und guten Tag. Mein Name ist Grit Richter-Laupitz. Ich bin die Leiterin des Archivverbundes Bautzen. Ich habe unsere Einrichtung und die Möglichkeiten zur Online-Recherche sowie die Recherche in den Personenstandsunterlagen unseres Stadtarchivs bereits in zwei Beiträgen vorgestellt. Heute wollen wir uns ansehen, welche Quellen in unserem Stadtarchiv für Familienforscher noch interessant sein könnten. Vorstellen werde ich die Duplikate der Kirchenbücher, die Aufgebotsbücher, den Bestand Bürgerbücher und einiges andere mehr. Alle genannten Unterlagen sind schon auf unserer Plattform Findbuch.net zugänglich. Um auf diese zu gelangen, geht man am besten über unsere Webseite www.archivverbund Bautzen, über Recherche, Online-Recherche Stadtarchiv, auf den Link, der sich öffnet, zu Findbuch.net. Wenn man diesen Link betätigt hat, kommt man auf diese Plattform Findbuch.net, über die wir alle Informationen, die wir in unserer Datenbank einspeisen, auch online zugänglich machen. Im vorhergehenden Teil dieser Erklärvideos oder in den zwei Teilen dieser Erklärvideos habe ich die Recherche in den seit 1876 vorhandenen Personenstandsunterlagen der Standesämter erläutert. Vor 1876 ist eine Recherche nur über die Kirchenbücher möglich, Recherche zu Familienangehörigen. Für die Bautzener Kirchgemeinden St. Petri und St. Michael können Sie Informationen aus den Kirchenbüchern sogar über das Stadtarchiv Bautzen recherchieren, weil hier für das 19. Jahrhundert Duplikate überliefert sind. Diese möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Dafür gehen wir hier in unserer Präsentation in der Systematik in die Gruppe Städtische Verwaltung bis 1945 und hier in das sogenannte Neue Archiv und im Repertorium 4 Kirchen- und Schulsachen. Mach das mal ein bisschen größer, damit man das besser sieht. Kirchen- und Schulsachen haben wir einerseits die Unterlagen zu den Schulen und hier unten Unterlagen zu Kirchen und Schulsachen allgemeine und Angelegenheiten der einzelnen Kirchen. Wenn ich diese Gruppe öffne, finde ich Unterlagen zu einzelnen Kirchen und zu Kirche St. Petri, evangelischer Teil, und Kirche St. Michael gibt es eben die benannten Duplikate der Kirchenbücher. Ich zeige Ihnen das zuerst mal an St. Petri. Hier ist dann nochmal eine Unterordnung, eine Untergliederung und hier haben wir das Verzeichnis der Geborenen, Getrauten und Gestorbenen. Auf der rechten Seite sehe ich, dass diese Duplikate der Kirchenbücher mit der Bestellnummer 1832 beginnen. Und in St. Petri ist es so, dass die Überlieferung im Jahr 1800 beginnt und für die Taufbände bis 1912 vorhanden ist. Es gibt für jedes einzelne Jahr auch einen Band. Und in St. Petri ist es auch so, dass es ein Band für Taufen gibt, ein Band für Trauung und ein Band für Todesanzeigen oder Todesnachrichten. Diese findet man dann weiter unten, wenn man hier sich durch diese Einheiten durchscrollt. Diese Unterlagen sind auch online schon kann man online schon recherchieren, weil wir hier zurückgreifen können auf Mikrofilme, die ursprünglich die Genealogische Gesellschaft in Utah angefertigt hat, heute Family Search. Und später wurden diese Filme digitalisiert und wir als Datenlieferant können diese Filme hier auch digital anbieten. Ich klicke jetzt mal eine Nummer an. Das ist also zum Beispiel jetzt hier das Duplikat der Taufnachrichten von 1804. Ich habe jetzt mal ein Band der Taufnachrichten von St. Petri geöffnet. Und zwar aus dem Jahr 1804. Das ist also das Titelblatt. Und hier findet man jetzt die Einträge für 1804, beginnend mit Nummer 1. Immer Tag und Stunde der Geburt, Tauftag, Taufname, Angaben zum Vater, Angaben zur Mutter und Angaben zu den Taufpaten. Es ist immer empfehlenswert, wenn man das Jahr nicht genau weiß, wann der Vorfahre geboren und getauft sein könnte, dass man zum Ende des Bandes geht,
relativ weit, weil am Ende des Bandes findet sich eigentlich immer ein Register und in dem Register sind dann die Namen alphabetisch geordnet und die Nummer des Eintrags. Also hier diese 142 würde sich dann immer hier links auf diese Nummer beziehen. Und so kann man relativ schnell auch seine Vorfahren hier in diesen Duplikaten finden. Ich schließe jetzt mal dieses Digitalisat wieder und dann gehe ich nochmal auf die Übersichtsliste. Also für St. Petri haben wir die Taufnachrichten immer für ein Jahr und für St. Michael, das ist ein bisschen anders. Da geht man auch wieder hier in das Verzeichnis der Geborenen, Getauften, Getrauten und Verstorbenen. Und da gibt es immer pro einem Jahr, also hier ist es quasi das Jahr 1800, einen Band. Und in dem Band sind nachfolgend die Taufnachrichten, die Trauungsanzeigen und die Totenanzeigen eingetragen. Und hinter jedem Block sozusagen ist immer das Register. Also da hat man quasi drei Register in einem Band und kann damit auch ganz gut arbeiten. Die Unterlagen für St. Michael liegen auch so zwischen 1800 und 1900. 18 vor. Als nächstes sehen wir uns die Bürgerbücher oder auch Bürgerrollen genannt etwas genauer an. Diese kann man durchaus als Vorgänger der allseits bekannten und für die Familienforschung wichtigen Adressbücher betrachten. Das 1832 erlassene Gesetz zur Einführung der allgemeinen Städteordnung verpflichtete die Städte in Sachsen zur Führung von Bürgerrollen. Manche Städte führten sie aber auch schon vorher. Darin waren alle Einwohner einzutragen, die das Bürgerrecht besaßen, welches wiederum Voraussetzung dafür war, beispielsweise Handel und Gewerbe zu betreiben und an Wahlen teilzunehmen. Die Bürgerbücher bzw. Bürgerrollen der Stadt Bautzen befinden sich bei uns aktuell in der Systematikgruppe Archivische Sammlungen und hier im Bestand 68010. Hier haben wir die Systematikgruppe Archivische Sammlungen und hier sind die Bürgerbücher 68010. 010. Neben den originalen Unterlagen haben wir dem Bestand auch Abschriften und Listen beigefügt, die in den 1930er bis 1950er Jahren insbesondere vom ehemaligen Archivangestellten Willi Mendel angefertigt wurden. Diese finden sich hier in dieser Klassifikationsgruppe. Schauen wir uns einmal die Bürgerrollen genauer an. In Bautzen sind derartige Verzeichnisse schon deutlich vor 1832 eingeführt worden. Der erste überlieferte Band umfasst die Jahre von 1757 bis 1859. Diesen Band findet man hier in der Übersicht als letzte Nummer, davon darf man sich nicht täuschen lassen. Das Entscheidende ist hier der Titel und das angegebene Jahr. Wenn ich hier drauf gehe, erscheint auch wieder ein Digitalisat. Das handelt sich ebenfalls um Material, das durch Family Search damals angefertigt wurde. Ich öffne diesen Band und wir können uns dann, wenn das fertig geladen ist, die chronologisch erfassten Einträge zum Erhalt des Bürgerrechts ansehen. Das ist also ab dem Jahr 1757 dann mit dem Monat Januar beginnend immer chronologisch eingetragen worden. Wenn der Band sich geöffnet hat, können wir uns die Einträge ansehen, die chronologisch eingetragen wurden. Das ist hier das Titelblatt und dann beginnen die Einträge auf Seite 11. Also wir haben hier das Jahr 1757 und im Januar sehen wir die ersten Einträge. Wir haben hier den August Rüder, ein Apotheker, oder den Gotthelf Pech, ein Schneider, die hier Bürgerrechtseinträge bekommen haben. Während für die ersten Jahre nur die Namen und der Beruf bzw. die Tätigkeit genannt werden, finden sich ab 1830 verstärkt auch Angaben zum Grundbesitz. Das kann ich Ihnen auf Seite 192 gut zeigen. Hier sieht man dann schon, wenn man das noch etwas größer macht, auch noch besser, den ersten Eintrag. Hier hat man dann schon eine ganze Menge mehr Informationen. Am 11. Juli 1853 gibt es einen Eintrag der Turnlehrer Karl Gotthelf Buhle aus Haida bei Wurzen.
steuert auf das Haus- und Gartengrundstück Katasternummer 912-495 der Vorstadt. Also hier aus diesem Eintrag kann ich eine ganze Menge Informationen. Ich habe den Namen, ich habe den Beruf, ich weiß, wo er herstammt und wo er wohnhaft war. Das ist schon eine ganze Menge zu der gesuchten Person. Die meisten Bürgerrollen wurden mit einem alphabetischen Register versehen, das sich in der Regel am Ende des Bestandes befindet. Und in diesem Band ist es im Digitalisat hier ab Seite 215 zu finden. Alphabetisches Register in der Bürgerrolle. Und hier hat man dann die Namen und den entsprechenden Eintrag dazu. Wie man hier schon kurz gesehen hat, dieses alphabetische Register in dem Band, obwohl er von 1757 ist, aber dann erst ab 1830. Aber für die Suche trotzdem schon ganz hilfreich. Ich schließe das Digitalisat jetzt wieder. Möchte man in seiner Recherche noch weiter zurückgehen, kann man Bürgerrechtseinträge bei uns auch über die Ratsprotokolle oder die Kämmereibücher recherchieren. Das ist allerdings recht mühsam, weil man die Namen in den einzelnen Bänden und bei einzelnen Sitzungen suchen muss. Ich möchte Ihnen das dennoch kurz zeigen. Dafür gehe ich in die Systematikgruppe Städtische Verwaltung bis 1945 und hier in die Sitzungen des Rates und in den Bestand Ratsprotokolle. Ich kann mir die Liste der Verzeichnungseinheiten der Ratsprotokolle anzeigen lassen und sehe, dass auch hier schon eine ganze Menge digital einsehbar ist, immer an diesem Icon, was hier hinterlegt ist. Unsere Überlieferung der Ratsprotokolle beginnt 1623 und ist doch relativ vollständig bis 1832 nachzuvollziehen. Um Ihnen jetzt hier etwas zu zeigen, habe ich mir das Ratsprotokoll Nummer 56 ausgesucht. Das ist von 1680, 1681. Und das würde ich jetzt mal öffnen, das Digitalisat. Das sind Digitalisate, die wir selbst angefertigt und jetzt online gestellt haben. Auf Platz 55 in diesem Band, also das in dem Digitalisat, Platz 55, ist das mal hier, habe ich zum Beispiel jetzt hier so einen Bürgerrechtseintrag vermerkt. Und zwar lautet dieser Eintrag Heinrich Hartmann, ein hiesiges Stadtkind und Schneider hat Bürgerrecht verlangt. Und ebenso Franz Ulrich Jansson von Wolgast, ein Schneidergeselle. Und hier kann man dann immer schauen, zu welcher Sitzung das gehört, dieser Eintrag. Das ist auf dem nächsten Blatt, auf dem daneben liegenden, ist ein Eintrag 2. Oktober 1680. Hier beginnt also die neue Sitzung, also war es wahrscheinlich vorhergehend eine Sitzung, die Ende September stattgefunden hat. Das könnte man sich jetzt genauer ansehen, wenn man hier ein paar Seiten nach vorn blättert. Aber das ist sehr aufwendig, sehr mühsam. Hier müsste man dann die Bände immer durchsuchen. Deswegen verweisen wir für diese Recherche hier wieder in den Bürgerbüchern auf diese Abschriften, die der bereits genannte Mendel angefertigt hat. Hier können Sie einfach auch mal durchsuchen, ob Sie vielleicht Ihre Vorfahren finden. Nun wechseln wir zu den Aufgebotsbüchern, die aus den Jahren 1699 bis 1859 ebenfalls als Duplikate bei uns vorhanden sind. Auch diese sind in der Systematikgruppe Archivische Sammlung hinterlegt im Bestand 68003. Hier kann ich eine Liste der Verzeichnungseinheiten öffnen und sehe wieder einen Eintrag Aufgebotsbuch. Und die Jahresangabe und auch, dass diese Bücher auch schon online recherchierbar sind. Ich öffne hier mal das Aufgebotsbuch Nummer 3 von 1745 bis 1750 und gehe wieder in das Digitalisat. Ist auch wieder ein Digitalisat, was auf Family Search zurückgeht. Die Struktur der Eintragung in den Büchern bleibt relativ gleich. In chronologischer Reihenfolge legte der Pfarrer zumeist je Brautpaar eine Seite an. Das ist also hier die Seite. Welche mit dem Datum beginnt? Das Datum sehen wir hier, an dem das Aufgebot bestellt wurde. Darunter wurden in den früheren Bänden zunächst mit einfachen Zahlworten, später mit römischen Zahlen
die Anzahl der abgehaltenen Gottesdienste vermerkt, welche seit dem Aufgebot durchgeführt wurden. Dann folgen die Informationen zum Bräutigam hier und zur Braut. Zumeist beschränken sich die Angaben auf den Namen, den Beruf, den Wohnort und die elterliche Abstammung sowie den bisherigen Familienstand. Manchmal notierte der Pfarrer auch das Datum der Eheschließung. Für die Nutzung der Bücher sollten Sie das Traudatum kennen oder zumindest jahresweise einschränken können, da hier keine namentlichen Register vorliegen, an denen Personen schnell identifiziert werden könnten. Auch hier schließe ich jetzt das Digitalisat wieder und die ganze Systematikgruppe, denn abschließend möchte ich Sie noch auf Unterlagen aufmerksam machen, die auf den ersten Blick für die Familienforscher vielleicht nicht so im Fokus stehen, die aber besonders für Sie auch durchaus interessante Informationen enthalten könnten. Ich meine unseren sehr umfangreichen Bestand an Steuerunterlagen, aus denen ich nur exemplarisch zwei Beispiele zeigen möchte. Zuerst die Unterlagen zur Einnahme der Geschosssteuer, quasi die frühesten Einwohnerlisten unserer Stadt. Ab dem 15. Jahrhundert stellte die Geschosssteuer die wichtigste Einnahmequelle für die Stadt Bautzen dar. Ihr Ursprung wird sogar für die Mitte des 14. Jahrhunderts vermutet. Sie war eine von mobilen und immobilen Vermögen zu entrichtende Steuer, also eine Art Vermögenssteuer. Steuerunterlagen sind bei uns auch hier in der Gruppe Städtische Verwaltung bis 1945 mit eingeordnet. Und hier gibt es eine extra Systematikgruppe Rechnungsarchiv und eine Untergruppe Steuern. Wir haben dann für jede Steuerart einen extra Bestand angelegt und können hier in der Geschosssteuer dann in den Geschosssteuerlisten uns ansehen, was an Listen da ist. Die Kollegin hat sich bei der Verzeichnung der Unterlagen entschlossen, eine ältere Serie und eine jüngere Serie anzulegen. Und ich möchte aus der sogenannten jüngeren Serie beispielhaft mal die Steuerliste von 1637 öffnen. Auch hier sehen wir, dass hier schon auf ein Digitalisat zurückgegriffen werden kann. Das ist nicht bei allen Geschosssteuerlisten der Fall, nur bei ausgewählten, die auch schon restauriert wurden und in dem Zuge dann auch gleich einer Digitalisierung mit unterzogen wurden, beziehungsweise einer Mikroverfilmung. Die Einwohner wurden straßenweise erfasst, das sieht man hier, also Reichenstraße, Reichengasse ist die erste Straße, die erfasst wurde. Der Steuereinnehmer ging in etwa immer den gleichen Weg, sodass man das über die Jahre auch gut vergleichen kann, wer wo gewohnt hat und wo es möglicherweise auch mal Einwohnerverschiebungen, Verluste gab, zum Beispiel durch Brände, Epidemien und anderes. Die Eintragung, also die Einwohner sind straßenweise erfasst, dazu Eintragung zur Höhe der Steuersumme, die Hinweise auch auf das Vermögen geben können. Die Erhebung der Steuer erfolgt in der Regel zweimal pro Jahr, zu Walpurgis am 30. April und zu Michaelis am 29. September. In Jahren großer wirtschaftlicher und finanzieller Not wurden ausnahmsweise auch bis zu 3 Steuerzahlungen durch die Stadt durchgeführt. Ausführliche Informationen zum Bestand und zur Handhabung finden Sie auf unserer Homepage unter Wissenswert Bestände Bestand 62500 Geschosssteuer. Neben der Geschosssteuer mussten durch die Einwohner in der Stadt und in den Ratsdörfern diverse andere Steuern gezahlt werden. Besonders zu erwähnen sind die Personensteuer und die Gewerbesteuer. Diese Listen geben über die gezahlte Steuer Auskünfte zu Bewohnern der Stadt, zu ihrem Beruf oder ihrer Tätigkeit und über die Höhe der Steuer auch zu ihrer sozialen Situation. Diese Steuern findet man auch hier in unserem Verzeichnis. Also wir haben hier die Gewerbesteuer zum Beispiel oder hier die Personensteuer. Und wenn ich hier die Gewerbesteuer öffne und in die Liste gehe, sehe ich hier, was da ist, aber ich habe kein Digitalisat, weil diese Unterlagen noch nicht digitalisiert sind, deswegen noch nicht online recherchierbar sind. Und Sie können die Unterlagen aber natürlich gern bei uns im Lesesaal einsehen in analoger Form. Für die Suche nach Personen gäbe es noch weitere Bestände, die man in die Recherche einbeziehen könnte, beispielsweise Personalakten, Nachlässe, diverses Sammlungsgut wie gedruckte Schülerlisten. Leider kann ich in diesem Rahmen nicht alles relevante Archivgut vorstellen.
Nutzen Sie zur weiteren Recherche einfach auch unsere Angebote über Findbuch.net, also recherchieren Sie einfach in Findbuch.net oder auch im Archivportal D sind wir inzwischen mit den mit einer ähnlichen Anzahl oder der gleichen Anzahl von Verzeichnungseinheiten vertreten. Die hier vorgestellten Quellen sind Archivalien aus dem Archivverbund Bautzen, Abteilung Stadtarchiv. Derartige Unterlagen sind in vielen kommunalen Archiven zu finden. Informieren Sie sich, welche Quellen in dem für Sie relevanten Archiv vorhanden und wie diese nutzbar sind. Für weiterführende Informationen zur Nutzung in unserem Archiv möchte ich Sie auf unsere Homepage verweisen. Hier finden Sie auch weiterführende Unterlagen zu den weiterführende Informationen zu den heute vorgestellten Beständen, sowohl hier unter Aktuelles als auch besonders unter Wissenswert Bestände des Archivverbundes. Hier stellen wir also fortlaufend auch Bestände vor und einige der heute benannten werden Sie auch hier wiederfinden und Sie können sich ausführlicher dazu informieren. Für Fragen zur Benutzung schauen Sie ebenfalls auf unsere Homepage, am besten über den Reiter Benutzung. Hier können Sie sich informieren, wie Sie sich anmelden können und was zur Einsichtnahme für Voraussetzungen notwendig sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.